Na, ja, Problem ist. Oh, jetzt regenerier doch mal, du Arsch. Problem ist, hier den Scheiß mal Wasser abstellen will, weißt du? Ja. In die andere Richtung ist nicht so viel Wasser. Gibt ja zwei Richtungen, die man gehen kann. Sag mal, wie schnell kriegst du denn Hunger? Kann doch nicht wahr sein. Ich hab ihm gerade ein ganzes Steak reingedrückt. Und schon wieder Hunger. Und schon wieder Hunger. Naja, immer wenn du Damage kriegst, kriegst du auch Hunger, ne? Mhm. Ja, da guckst du aber. Aber jetzt keine Zeit zum Spielen. Am besten kommt hier gleich ein Bogenschütz oder irgendwas. Und dann Spider. Jetzt komm, hör auf rumzuzappeln. Geh in den Eimer. Eigentlich ist es auf easy gestellt, ne? Das ist wirklich echt viel schwerer, ne? Ah. Ja, und ich sterbe trotzdem ständig an diesem Scheißzeug. Tschüss. Kannst da unten weiterspielen. Ja klar, jetzt kommt der nächste Heumel an hier. Danke, Kulipa. So kriegt man Ruhe in Karton. Da. Und wieder am. Oh, ne, wenn er mal ein bisschen regenerieren würde, weißt du? Also musst du voll sein. Musst immer voll gegessen sein. Ja, deswegen mecker ich ja, dass er ständig Hunger hat. Ja, dann ess mehr. Ja, ich habe ihm gerade ein ganzes Steak reingedrückt, obwohl er nur eine Keule hatte. Und trotzdem hat er sofort wieder Hunger. Ist doch nie mehr ein Ab. Ist doch abnormal. Aha. Also wenn ich jemals aus dieser Mine nochmal rauskomme, dann haben wir wenigstens ein bisschen Eisen. Ich war schon dreimal aus der Mine raus mit komplett vollem Inventar. Ich habe auch schon ganz viel Eisen reingeschafft. Das aber, ist schön. Noch keinen einzigen Diamanten. Diamanten gibt es ganz unten. So, wir machen das jetzt auf die schöne Tour. Zack und rein. Yay! So. Ja, ich habe vorhin Eisen gebrannt, weil. Ja. So, hier war der Eingang. Na, wow. Also das Ding hier können wir wahrscheinlich knicken, ey. Das kannst du zumachen. Also holen wir mal auf der anderen Seite. Am besten stechen wir direkt ins nächste beste Nest. Ah, das sieht so gut aus. Und die nächste Höhle. Ja, moin. Ich hab mal gehört, Minecraft wäre perfekt zum Minen und Craften. Also. Ja und? Ja, nee,
der Urmel meinte gerade, dass Level 12 wohl perfekt für Dia sei. Der nächste sagt Level 10, der nächste 11 und... Ja, aber ist doch alle sehr nah beieinander, oder? Ja, das ist Quatsch. Nee, ist das schon, statistisch schon recht, so schon recht nah beieinander. Das sind dann wirklich bloß noch ganz feine Nuancenunterschied. Ja, ich meine jetzt, also ich bin meistens bei 10 unterwegs, weil es genau dazwischen ist. Zwischen 12 und 11 sind 11,5. Nein, 10 ist auch okay, aber da verpasst man nach oben hin vielleicht schon ein bisschen was. Nein. Das würden wir nie tun. Ja, aber es ist, ist immer schön, wenn so Sachen, die eigentlich schon seit Jahrtausenden bekannt sind, in einem Chat dann wieder aufploppen. Ja, 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 die Backseat-Gamer, ja, ja, ja. Ja, das ist so... Wuhu! Nein! Erzähl mal was Altes. Was erzählt er denn? Hab's getestet, Höhe 11 ist wirklich perfekt, ja. Ja, bin ich ja die ganze Zeit. Ja. Leider hält mich das ganze Eisen und die ganze Kohle auf. Der Weg immer kommt. Ja. Gott, ich sehe nichts mehr. Mami, ist so dunkel. So, vor allem, die sollten wir eigentlich ein bisschen aufbewahren. Na ja, gut, wir können noch ein paar neue machen, aber. Na, jetzt für die Kohle brauchen wir jetzt nicht unbedingt die Picke. Ja, vor allem, er erzählt es mir, während ich hier am Arsch der Welt auf Höhe 38 bin, weißt du, und ja, gar nicht nach Dia suche. Das ist so, okay. Ach so, wow. Aber wenn du keine Dia-Hacke hast, wäre es ja vielleicht gar nicht schlecht, eine zu haben. Ja, schon, aber... Vielleicht wollte er darauf hinaus, dass... Nö, er wollte einfach nur mal so kundtun, dass seine Nase weiß ist. Mehr nicht. Also. Oder dass er eben klug auf Toilette gehen kann. Oh, warte mal, ich hab einen Bogen. Hey, ich hab den Bogen raus. Das ist ja mal... Awesome. Ja, ja. Als Tipp mal, ja, alles gut. Alles gut. Du darfst ruhig weiter tippen. Hallo, Fledermäuschen. Wie geht's dir denn so? Wie klingt das schon wieder nach feucht-fröhlichem? Oh, hier ist auch ein Ende. Das ist richtig harte Arbeit, die das zu finden, ne? In meinen Technik-Packs. Die soll so Spiele, stehen die immer irgendwo her, so, ne? Und hier musst du richtig ran, ey. So wenige gibt, ne? Das habe ich gar nicht mehr so schwer in Erinnerung, ehrlich gesagt. Doch, es gibt verdammt wenig Dias. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt so.
bei Mojang dachte, hey, irgendwie muss das Spiel auch herausfordernd sein. Ich habe einen Dungeon gefunden. Oh, geil. Eine Spinne. Die ich überhaupt nicht mag. Mal diese Krabbelviecher. So, irgendwo muss doch hier wieder der Ausgang gewesen sein. Mal von hier. Also, hallo Fledermaus. Von rechts war schon mal besser, aber ich glaube, hier stand ich gerade vor 2 Minuten wieder. Oh, ich liebe es, mich so zu verlaufen und im Kreis zu rennen. Und im Gedöns halt. Toll, ich habe 5 Fackeln und finde einen Dungeon. Ja, es ist wow. Ach, guck mal, hier sind wir gekommen, glaube ich, ja. Guck ja nur ein bisschen, dass das für die Miner nachher, die hier reingehen sollen. Oh Scheiße. Auch ein bisschen sicher ist. Was denn? Oh nein! Hast du etwa wirklich versucht, in Lava zu schwimmen? Oh nein, mein ganzes Zeug ist weg. Ist in der Lava verbrannt. Ach echt? Oh nein, ja. Ich glaube, das hätte die Urmel auch erzählen können. Oh. Dass sowas in der Lava verbrennt. Wie habe ich das denn geschafft, bitte eben? Spul mal das Video zurück, vielleicht sehen wir es. Kann ich ja nicht. Doch, du kannst einen Clip machen. Oh. Guck mal, so geht das. man nimmt einfach die Lava weg. Ich bin aber in eine Lava reingefallen, die super, super tief ist und bin aus einer übelsten Höhe in Lava reingefallen. Und ich habe immer noch die Brennanimationen, verdammt. Und jetzt ist sie endlich weg. Naja gut, ich hatte ja eh kein gutes Zeug dabei, nicht viel. Obsidian hatte ich halt dabei. Und eine tolle Rüstung, ja. Ah, das ist schon immer ärgerlich. Ja, und hier haben wir wieder die absolute Flucht. Oh nein, Manu. Die absolut perfekte Schlacht. So, jetzt habe ich wieder hier so scheiße, ne? Na gut, können wir mal ein bisschen brühen. Steine sind auch schön. So, das war's mit dem Ding. So. Dann wollen wir mal die Werkbank. Nee, vor allem, das haben wir früher auch oft gemacht, dass wir einfach die Kacke wieder eingeschmolzen haben sofort, weißt du? Und Kohlenblöcke und sowas. Und ja, da konntest du wirklich Wochen in so einer Mine verbringen. Ja. Ohne irgendwie mal groß aufzudrücken. Du musstest halt nur genug Essen mitnehmen, ne? Also, das war das Einzige, was so Essen und Holz... Einzige, was du brauchst. Der Rest, ja, der finden sich alle so. Das ist nicht das Problem. Ja. Ach, Mann. Vielleicht gehe ich mal gleich meine Frau ärgern. Jo. Eisensatz hast du genug? Naja, jetzt nicht mehr. Ach, Mann. Also, du meintest, du wolltest das Eisen direkt